Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zula Schönhausen Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, hier sind Demonstranten. Ich bin gerade ein bisschen durch den Zoo geflogen. Und diese Demonstranten, die sollen jetzt gleich weggehen, denn ich habe geguckt, woran es liegt, dass es unseren Okapis nicht so gut geht. Und wir haben immer noch kein Futterspielzeug. Und dann habe ich gesehen, dass die Sauberkeit des Wassers nicht gut war. Die haben hier vorne so einen kleinen See. Der ist jetzt sauber. Der war vorher nicht sauber, weil da hatte ich hier noch keine Wasserversorgung. Habe ich jetzt. Es ist alles gut. Gefühlt ist jetzt alles gut auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch ein bisschen aussortiert. Ich habe meine Zebras nochmal geguckt und bei den Kängurus auch nochmal nachgeschaut, welche dann da vernünftig sind, die man dann nehmen kann als kommende, ja, wie soll man sagen, als kommende Zuchttiere. So. Die Okapis können, glaube ich, nur dieses eine Futterspielzeug haben hier. Deswegen geben wir denen mal das und gucken mal gleich. Okay, sehr gut. Ja, dann ist es jetzt also nur der Ernährungsstatus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier krank ist oder traurig oder so. Also mal einen Tierarzt rufen. Aber es geht erstmal grundsätzlich überhaupt nicht. Dann hoffe ich, dass es denen demnächst besser geht. Ich weiß nicht, der Ernährungszustand ist halt nicht so nice. Wie sieht denn das hier aus? Qualität? Da kannst du auch Qualität 3 machen. Das schläft, glaube ich, nur. Aber es kommt gleich ein Arzt zu Besuch. Der guckt sich das an und dann sollte das auch passen eigentlich. Die Demonstranten sind natürlich hier mega hart im Weg, ne? Wie viele hier auch sind. Sind mega. Filamupi. Ah, der Tierarzt ist gleich da. Gleich mal gucken, ob da einer krank ist von denen. Aber ich glaube, die haben einfach nur schlecht getrunken, ne? Sieht nicht so aus, ne. Dann gucken wir mal, ob das Okapi sich nicht gleich jetzt mal was zu trinken organisiert. Dass wir dann hier mal ein bisschen was wegkriegen, oder? Wieso trinken die denn nicht? Warum stehen die jetzt eigentlich? Stehen die jetzt eigentlich nur die ganze Folge durchgehend hier im... Och, was ist denn hier los? Stehen die hier durchgehend im Haus rum oder was? Die Okapis. Guck mal, die hören die auch hier. Das Haus ist aber auch irgendwie cool, ne? Wenn man so hoch guckt, sieht das ziemlich cool aus. So, bevor die beiden nichts Vernünftiges getrunken haben, ist das alles... Ist alles eh hinfällig. Das ist schade, dass das so sein muss, aber gut. Wenn die nichts trinken wollen, die haben ja hier trinken genug. Die haben hier einen Wasserhahn, die haben jetzt hier unten Wasser. Gehst du jetzt und trinkst du endlich was? Die wollen einfach nicht. Oder? Geht er jetzt da runter und trinkt was? Das wäre natürlich perfekt, aber es sieht nicht danach aus. Sehr schade eigentlich. Es passiert irgendwie nichts. Sauberkeit bei den Kapuzineräffchen. Sind die denn jetzt ein bisschen zufriedener? Nee, immer noch nicht. Es liegt hauptsächlich an der Sauberkeit, ne? Des Trinkens. Aha. Jetzt aber. Komm. Das Wasser hier ist jetzt einwandfrei. Das heißt, wenn du das jetzt hier trinkst, wunderbar. Dann ist hier nichts Schlimmes mehr zu sehen. Und ich hoffe, dass das andere Okapi hier drin was getrunken hat. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Dann könnt ihr jetzt auch verschwinden hier. Ihr Okapi-Proteste. Okapi-Aktivisten. Zoos sind mega hart gefährlich für Tiere und so. Ah ja, komm. Das sind solche Leute. Das sind genau solche Leute. So, dann haben wir hier unsere Löwis. Bei den Schimpansen sind mittlerweile viele Leute unterwegs. Warte mal, wir haben hier noch gar keine Bänke gebaut, oder? Die Idee wäre ja gewesen, dass wir hier auch nochmal ein paar Bänke hinmachen. Und Mülleimer natürlich. Wenn ich jetzt welche finde, hier.
Ich weiß gar nicht, ob wir hier welche schon haben. Sieht jetzt in im ersten Moment nicht danach aus, aber jetzt haben wir hier welche. So, dass das passt. So, hier war auch irgendein Springbock, der war jetzt erwachsen. Das ist dieses Männchen. Lassen ihn mal eiskalt frei. 20 kriege ich dafür mittlerweile. Also es ist... Das ist nice. Das mache ich mit. Also. Und hier haben wir noch ein Schimpansenweibchen. Sehr gut. Dann kommt das direkt in unser Schimpansengehege. Das ist ja genau das, was ich wollte. Noch ein Schimpansenweibchen. Um da ein bisschen... eine Gruppe zu starten. Eine Schimpansengruppe. Das ist ja genau das, was ich möchte hier. Sind die verschwunden jetzt? Ja, sehr gut. Da. Angeblich schreien die noch. Aber verlassen jetzt den Zoo. Also alles ist gut. Dann ist hier jetzt der Schimpanse. Gleich mal einen Tierarzt rufen. Aber sonst generell müsste der jetzt ein bisschen zufriedener sein. Mit der Gruppe, die hier ist. Dann sind hier wenigstens 4 Schimpansen drin. Also nicht insgesamt, aber... aber die Gruppe sollte hier drin sein. Guck mal, da klettert einer. Ist das das Baby? Nee. Ist einer von den anderen. Und dann höre ich den anderen hier unten irgendwo. Ah, da ist er. Ah, guck mal. Ja, dann haben wir doch jetzt hier eine kleine Schimpansengruppe jetzt. 3 Schimpansen finde ich besser, als wenn er nur alleine wäre. So wie wir angefangen haben. So, bei den Okapis ist alles cool. Hier ist alles cool. Veterinärsforschung ist cool. Alles cool. Sehr gut, dann haben wir die Krokodile erforscht. Dann können wir hier genauso gut auch nochmal die Schneeleoparden machen und hier Nilkrokodil pocken. Also bei denen geht auch nicht so mega viel, ne? Aber gut, ich meine, warum nicht, ne? Unsere Kasuare hier. Die machen auch witzige Geräusche immer. Ja, nicht so viele Besucher hier auf der Ecke auf jeden Fall. Da geht noch einiges. Dafür sind die hier bei den Shops gut unterwegs. Es fängt an zu regnen. Wir haben auch noch keine Lösung bei unseren Pandas. Weil das Weibchen hier ist ja mittlerweile schon ein bisschen älter. Deswegen brauche ich eigentlich noch ein kleines Panda-Weibchen. Weil wir haben ein Männchen in unserer Liste drin. Aber ich bezweifle so ein bisschen, dass wir da jetzt einen kleinen Panda jetzt rauskriegen hier. Ja. Sieht nicht so aus. Aber wir können Jing im Prinzip schon mal reinmachen hier. Ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Bis das dann passt. Wo ist nochmal der Mitarbeitereingang? Hier irgendwo, ne? Ja. Mandrill hatte Nachwuchs. Auch nicht schlecht. Ist das hier das Baby? Amina. Ja, die Mandrill haben auch immer viele Babys. Das ist ja auch okay. Hier hatte ich auch überlegt. Hört ihr die Demonstranten? Warum waren die denn da? Haben wir sonst noch irgendwelche Aktivisten hier? Da muss ich noch ein Haus bauen. Also die Idee wäre jetzt gewesen, dass wir hier auch zumachen noch. Quasi so hier. Warte mal. Ich zeige das mal, wie ich mir das gedacht habe. Schiefer. Und dann machen wir hier das Dach drüber. So einigermaßen zumindest. So dass wir hier so eine Art Gebäude hinkriegen. Aber ich sehe schon, dass das nicht so hundertprozentig läuft. Wie wäre es denn, wenn das so ist? Und dann in der Mitte zumachen. Das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Ganz recht. So. Dann braucht man hier unter auf jeden Fall keinen Regenschirm haben. Ganz genau.
Wieso haben es schon gecheckt? So, einmal gucken, dass das hier passt. So halt. So 100% gerade ist das ja nicht. Das macht ja gar nichts. Das muss auch gar nicht 100% gerade sein. So. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, die man auch mal machen muss. Die Kleinigkeiten, die man auch mal machen muss. Sehr gut. Und dann weiß ich nicht, was habe ich denn sonst immer noch so für Baumaterialien? Schiefer und? Benutze ich denn noch? Dieses Backstein, oder? Ziegelstein? Das wird, glaube ich, auch ganz gut hier drüben hinpassen. Lass uns mal gucken hier. So zumindest. Genau, dann können wir hier den reinmachen. Ich weiß auch nicht, warum das Raster so klein ist. Aber gut. Dann ist das halt so. Das passt und dann können wir hier nochmal so machen. Warte mal. Lass mal den nehmen. Das ist, glaube ich, besser. Hier drüben ist es eigentlich egal, warte mal. Hier drüben können wir auch den nehmen, glaube ich. Das sieht dann eh keiner. Glas. Nehme ich hier einfach mal den. Oh nein. Ich bin zu spät. Ah ja, gut. Erwartet Nachwuchs. Ey, wie schnell geht denn das? Ah ja, gut. Dann ist das so. Dann muss man das mal bei Gelegenheit ändern. Das habe ich jetzt gemacht. Ah, ärgerlich. So. Dann machen wir wieder Ziegel. Ja, guck doch mal. Dann hast du hier auf jeden Fall ein vernünftiges Haus gebaut. Und ich glaube, dass man das hier auf jeden Fall auch so machen kann noch. Da kräht halt auch kein Haar nach, ne, oder? Wenn ich das jetzt so mache. Denke nicht. Es steht halt nicht gerade. Das ist halt eher so das Doofe an dem Haus. Es wird, wie es wird, ne? Ja. Und die stehen auch nicht gerade. So quasi. Und das steht schief auch. Schiefer steht das. Ach ja, Leute. So. Dann lass das mal kopieren. Lass das gleich mal alles kopieren hier. Dann haben wir das schon mal. Nein, nicht schon wieder. Ich könnte auch M drücken, aber ich vergesse das ab und zu. Mandrill wird bald erwachsen. Dann regeln wir das gleich. Sehr gut. Das passt doch. Also müssen wir das ein Stück runterziehen noch. Das alles hier. So, dass es auf einer Höhe ist. Sieht deutlich besser aus.
Und das hier ist ja jetzt mit dem Zaun eigentlich egal. Denke ich mir. Also es ist auf jeden Fall schon mal besser, dass das jetzt hier so abgeschlossen ist. Es wäre noch cool, wenn wir hier noch einen weiteren Überstand hätten. Also wenn das hier noch so wäre. Das sehe, glaube ich, auch nicht schlecht aus. Ich glaube, die können da drauf klettern, deswegen passt das nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das... Ich habe es mir irgendwie besser vorgestellt, als das, was es jetzt ist. Aber das hätte das Ganze nochmal so ein Gefühl gegeben, dass das so ein Drinnenhäuschen wäre. Vielleicht muss ich das nur halb machen, warte mal. Hoffentlich könnte ich hier nicht entkommen, das müsste ich vielleicht vorher mal nachschauen. Ach, das Raster ist nicht kleiner geworden, ne? Na ja, egal, komm. Quasi so hier. Das ist, glaube ich, cooler so. Ja, guck mal, da hast du hier so einen Vorsprung quasi, du kannst reingucken und so. Ich denke, dass das ganz nice ist. Das brauchen wir von der anderen Seite nicht. Weil hier ist ja eh dieses Gebäude. Den Weg könnte ich hier eigentlich noch ein bisschen anpassen. Weil das hier sieht ein bisschen bescheuert aus. Warte mal. Geht das überhaupt? Kann ich hier den Weg wegmachen? Okay. Gleich mal pausieren, denn da ist ein Tier entkommen und ich gehe davon aus, dass es ein Mandrill ist. Wie gesagt, gehe davon aus, dass es ein Mandrill ist. Ganz genau. Der hier rüber gekommen ist. Da müssen wir einmal schauen, wie die da hochkommen. Passierbarer Bereich. Haben die keinen passierbaren Bereich oder was? Der hat schon mal einen hier. Über den Baum tatsächlich. Drehen wir den mal so. Vielleicht klappt das jetzt. Den verlegen wir mal rein. Die Amina. Kann sie raus? Nee. Dann passt das wieder. Ich glaube, es laufen noch ein paar Leute weg, oder? Ja, ein paar rennen. Ah ja, dann ist das so. Aber das ist vom Gebäude her deutlich besser als das, was vorher war. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal die... Das hier und ziehen das rein. Weiß halt nicht, wie viel Sinn das jetzt hat, den Zaun da noch zu haben. Na, das hat ja auch super funktioniert. Aber so grundsätzlich als Wand, weiß ich nicht. Das geht, das gibt halt dem Ganzen noch so ein bisschen einen anderen Touch irgendwie, ne? Ziehen wir mal so hoch, dass das nicht aus dem Dach rausguckt. Aber so, dass es drin noch ein bisschen höher ist, dann passt das eigentlich. Gibt's hier nicht noch diese Wandtattoos? Und dass wir dann hier einen Affen haben oder einen Mandrill? Diamantenlicht gibt's. Das ist dann der Schimpanse hier, ja. Ich meine, warum nicht, ne? Wenn das der beste Affe ist, den wir haben, dann soll er doch hier rein. Auch hier an die Seite. Sehr gut. Hier fehlen natürlich noch Fenster und so. Aber das stelle ich mir ganz gut vor. Mandrill ist erwachsen. Das ist jetzt hier so ein Mandrillmännchen.
Weiß nicht, was wir mit dem machen. Das würde gehen, das würde gehen. Das würde gehen, das würde gehen. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das wird gehen, das wird gehen. Das wird gehen. Ja. Das wäre halt... Wäre halt okay, ne? Weiß nicht, wie das ist mit dem... Mit dem anderen Männchen hier. Mit unserem Alpha-Männchen. Da waren eben drei, mit denen er sich nicht paaren konnte. Eins. Zwei. Das sind zwei, mit denen er sich nicht paaren kann, ne? Die eine hatte gar kein Dings, ne? Das war die hier. Ja, dann kleiner Affe, würde ich sagen, ab ins Handelszentrum. Na, wartest du da erstmal. Unser Warzenschwein wird an Altersschwäche sterben. Das ist natürlich traurig. Wie sah es jetzt mit dem Tiger aus? Wir machen heute einfach nur so ein paar Sachen hier. Der ist jetzt schon erwachsen, sehr gut. Ja, dann kannst du ja mal zu Besuch kommen hier. Da müssen wir das immer einstellen hier mit den Sachen, aber es passt. Dann kann er gleich umgebettet werden, das weibliche Tigerlein. Sehr gut, lass uns alle Krankheiten hier mal erforschen. Dann haben wir nämlich alle. Und guck mal, weil die Leute auch hier stehen und reingucken zu den Tiger. Und dann zieht das Männchen ja hier wieder ein. Das ist ein bisschen umständlich, sich so um die Tiere zu kümmern. Auf die Art und Weise, aber es ist halt. Ist halt auch ganz witzig. Das ist ein bisschen unrealistisch, dass der hier mit dem Tiger ist. Aber die Tigerin ist da. Sehr gut. Jo, alles klar, im neuen Gehege und direkt hierhin machen. Ishani. Helles orangenfarbenes Fell mit schwarzen Streifen und hier ist dunkles orangenfarbenes Fell. Da würde ich ja gerne mal werden mal sehen, ob man da wirklich einen Unterschied sieht. Aber sie sind jetzt zusammen hier. Ja, stimmt, sieht man. Das hell und das hier ist dunkler. Okay, krass. Ja, Mensch. Dann haben wir ja alles, was das Tigerherz begehrt. Hier ist jetzt nichts in dem Gehege, das wissen wir. Darum haben wir hier Meldungen. Hier hat sich noch niemand um unser Warzenschwein gekümmert. Weiß nicht, wie viele Warzenschweine sind noch hier drin. Fünf. Fünf ist okay. Was gibt es denn noch so für Tiere auf dem Tiermarkt? Nochmal einen Schimpansen. Ein Schimpanse. Waris, ein Panzernashorn, eine Giraffe, nochmal ein paar Tiger. Ich wollte einen kleinen Panda haben eigentlich, ne? Das sieht aber nicht so aus, als hätten wir hier einen kleinen Panda noch im Angebot, im Aufgebot. Aber gut, unsere Schimpansen, unsere Mandrill, die haben jetzt hier ihr Häuschen. Beziehungsweise die Besucher haben hier ihr Häuschen. Plupp. Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Ich meine, guckt euch das mal an. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Gehst du halt hier so vorbei und dann siehst du hier so die Mandrill. Dann kannst du nochmal hier reingehen. Das ist ja auch nochmal so ein Mandrillhaus. Das ist, glaube ich, deutlich besser als das, was vorher war. Das ist jetzt halt hier so ein langes Haus. Die Seite muss ich noch verbessern hier und hier müssen Pflanzen hin. Und dann passt das auch. Ihr habt in die Kommentare übrigens auch nochmal geschrieben, dass man hier ja auch nochmal sibirische Tiger machen könnte. Oder noch ein paar Bären, Grizzlies oder Isabellbären. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Dass man hier noch so ein paar Braunbären hinmacht, so Isabellbären. Wäre ja auch nochmal ganz nett. Für den arktischen Ring. Also das Eisbärengehege ist natürlich hier das Highlight. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind.
grundsätzlich. Aber für mich ist es gefühlt ein Highlight. Dann haben wir hier die Wölfe und die Schneeleoparden. Bei den Schneeleoparden, da muss jetzt immer ein Techniker kommen. Ah, die haben gar keinen Namen hier. Schneeleopard. Weil sonst grundsätzlich finde ich das ja alles nicht schlecht, ne? Aber das ist natürlich, hier hinten wird einem auch ein bisschen kälter im Vergleich dazu, wo wir eben waren. Das ist eigentlich krass, dass das so ist. Und warum werden die hier eigentlich immer noch gefüttert? Wie kann das sein? So, da pflaster ich jetzt etliche Steine hin. Hier, wie heißen die hier? Die Dinger, dass die hier keiner füttern soll. Nicht füttern. Nicht füttern. Die Tiere sollen nicht gefüttert werden. Bitte. Bitte füttern Sie den Bären nicht. Und auch hier drüben eher nicht füttern. Dann weiß ich nicht, ob das jetzt gut genug ist hier. Als Umkreis. Jawohl. Also wer jetzt hier die Tiere noch füttert, ne, der ist selber schuld. Embla ist tot. Die arme Embla. Das ist auch nett. Das Rentiergehege. Ja, ach, es ist doch alles schön. Wenn das Rentiergehege nicht so nice wäre, hätte ich es umziehen lassen. Aber es ist halt cool. Deswegen ist es halt ein bisschen blöd, das hier umziehen zu lassen. Ah, guck mal, wenn es draußen regnet, kannst du hier drin stehen. Kannst dir die Rentiere angucken. Ich finde das nett. Dann haben wir hier nochmal die Kaffernbüffel. Auch verhältnismäßig neu, ne? Unseren Gabelböcken. Ja, dazu, er nimmt... Guck mal, wie viele hier sind mittlerweile. Wir haben mal 3 oder so. Der Zoo ist doch nice geworden, oder nicht? Finde ich. Ich finde es cool. Ich finde, der Zoo ist cool. Ich hoffe, ihr findet auch, dass der Zoo cool ist. Und ich hoffe auch, dass ihr findet, dass die Folge gar nicht so schlecht war. Auch wenn ich irgendwie gefühlt nur so ein paar Einzelheiten gemacht habe. Wie nennt sich das hier? Kleinigkeiten. Sowas habe ich hier gemacht. Mich so ein bisschen um das Management gekümmert. Wir müssen mal gucken, was als nächstes einzieht. Lamas sind auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber auch diese Idee mit den Isabelbeeren hier drüben wäre auch nicht schlecht gewesen. Muss ich mal sehen, ob ich das irgendwie verbinden kann. Weil hier drüben muss auf jeden Fall irgendwas hinkommen. Also mit dem Regen ist echt blöd jetzt. Aber egal. Hier hinten muss auf jeden Fall irgendwas noch hinkommen, dass wir den Abschluss schaffen. Und auch hier gibt es halt, es gibt halt noch deutlich viel Platz hier in der Mitte. Und wir haben ja auch noch die Jaguare bei uns im Dings drin hier. Den schwarzen Panda und auch die Jaguare. Dann haben wir noch ein paar Gnus. Ne? Gnus wollte ich auch noch machen. Und dann mal gucken, was da noch alles so einzieht hier bei uns. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich allerspätestens in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Haut erstmal rein. Tschüss, Leute.